Herzlich willkommen. Ich heiße Jöran Mus-Mehrholz und ich bin Ihr Gastgeber für dieses Lernangebot, in dem es um Peer-to-Peer-Formate für Mikrofortbildung in der Schule geht. Warum ist das Thema relevant für die Praxis in Schulen? Die kurze Antwort lautet, in der heutigen Berufswelt, übrigens nicht nur am Arbeitsort Schule, hat sich die klare Trennung aufgelöst, nach der Fortbildung und Arbeiten ganz getrennte Dinge wären. Die traditionelle Fortbildungssituation, in der ich für einige Zeit von der Arbeit weg und zur Fortbildung hingehe und danach quasi fertig fortgebildet bin, die gibt es zwar noch, aber es braucht eine zweite, eine zusätzliche Säule, in der Fortbildung und Arbeitsalltag enger miteinander verwoben werden. Was erwartet Sie in diesem Angebot? Wir beginnen mit einem Einstieg ins Thema. Warum braucht es überhaupt eine zusätzliche Perspektive auf Fortbildung? Das werde ich dann nochmal ausführlicher erläutern. Was macht Peer-to-Peer-Formate aus und unter welchen Bedingungen bzw. für welche Themen eignen sich solche Formate? In den darauf folgenden 5 Kapiteln beschreiben wir jeweils eine konkrete Methode. Eine Übersicht über diese Methoden finden Sie in unserem Inhaltsverzeichnis auf der Textebene des Kurses. Und im folgenden Kapitel stellen wir in einem weiteren Video alle 5 Methoden schon einmal im Schnelldurchlauf vor. In diesem Lernangebot bauen die Kapitel nicht aufeinander auf. Sie müssen also nicht erst, sagen wir, das 3. Kapitel durchgearbeitet haben, um das 4. Kapitel starten zu können. Insofern können Sie die Inhalte auch wie eine Methodenbox nutzen. Wir empfehlen Ihnen, den Einstieg über die grundsätzlichen Überlegungen zu beginnen, da sie für alle Methoden eine relevante Grundlage liefern. Außerdem steht danach die Methode Barcamp nicht ganz zufällig am Anfang der weiteren Kapitel, denn das Barcamp lässt sich sehr gut als Prototyp für Peer-to-Peer-Formate verstehen. Zu allen Methoden gibt es eine einführende Erklärung. Diese zielt nicht darauf ab, dass Sie dann alle Feinheiten kennenlernen, sondern dass Sie einen Überblick erhalten und einordnen können, unter welchen Bedingungen die jeweilige Methode gut zum Einsatz kommen kann. Es geht quasi um Kennenlernen und Entscheidungshilfe für oder gegen konkrete Methoden. Zusätzlich bieten wir Ihnen dann ergänzende Materialien oder Links, mit denen Sie die einzelnen Methoden genauer kennenlernen können, für den Fall, dass Sie sich für die Durchführung eines solchen Formats konkreter interessieren. Dieses Lernangebot ist genau richtig für Sie, wenn Sie bestimmte Fortbildungsthemen in Ihrer Schule selbst in die Hand nehmen möchten. Sie brauchen kein besonderes Vorwissen für den Kurs und Sie brauchen nicht unbedingt eine komplette Schule für die Umsetzung. Die beschriebenen Methoden funktionieren nämlich in der Regel auch mit einem Team oder mit einer Gruppe von interessierten Personen. Noch einige Worte zu meiner Person und damit zu dem Hintergrund der Inhalte, die ich mit meinem Team ausgearbeitet habe. Dazu gehört auch dieses Buch hier, das ich geschrieben habe und auf das ich als Vorarbeit zu diesem Lernangebot aufbaue. Mein Name ist, wie gesagt, Jöran Mus-Mehrholz und ich bin von Hause aus Diplom-Erziehungswissenschaftler. Das heißt, ich bin kein Lehrer, sondern ich arbeite mit erwachsenen Menschen in verschiedenen Bildungskontexten, beispielsweise mit Lehrerinnen und Lehrern, aber auch mit anderen Menschen, die ständig weiterlernen und sich fortbilden, und zwar in der Regel parallel zu ihrer eigentlichen Arbeit. Wobei diese Formulierung schon nicht ganz treffend ist, denn eine gute Fortbildung läuft nicht parallel, sondern möglichst verwoben mit dem Arbeitsalltag. Ich bin Co-Geschäftsführer einer Bildungsagentur, mit der wir viele Formate des Peer-to-Peer-Lernens umsetzen. Unter anderem konzipieren und organisieren wir seit vielen Jahren Barcamps und das ist für mich persönlich so ein Stück weit die Mutter der Peer-to-Peer-Methoden. Aus diesen Erfahrungen entstand 2018 das erwähnte Buch, das heißt Barcamps und Co. Peer-to-Peer-Methoden für Fortbildungen. Und in dieser Form hier ist es bei Belz erschienen, also über Buchhandel oder Bibliotheken verfügbar. Plus, das Buch ist im Sinne von Open Educational Resources frei lizenziert, kann also beliebig kopiert und weitergegeben werden. Deswegen finden Sie das Buch komplett auch zum freien Download in diesem Lernangebot. Außerdem haben wir sehr viele Materialien, die wir über die Jahre entwickelt haben, ebenfalls unter einer solchen freien Lizenz auf der Website www.selbstlernen.net veröffentlicht. Und auch von dort werden Sie einige Materialien in diesem Lernangebot finden, insbesondere zum Thema Barcamps.
Ich habe es schon gesagt, Sie können unser Lernangebot nutzen, um einen Überblick über die verschiedenen Methoden zu bekommen. Wenn Sie sich vor allem auf die Videos und die ersten begleitenden Texte konzentrieren, dann können Sie den ganzen Kurs in, sagen wir, 2 Stunden abschließen. Wenn Sie auch einige der vertiefenden Inhalte bearbeiten und gleichzeitig eine Anwendung der Theorie erarbeiten wollen, dann empfehle ich Ihnen, circa 8 bis 10 Stunden Lernzeit zu veranschlagen. Los geht's!